Wasser. Heil! Fasten! Sag, bist du auf dem Jakobsweg ins Innere? Ja, ja, ja. Aber so eine Selbstfindung ist die reinste Sackgasse. Ich finde mich gut, wie ich bin. Ja. Darum habe ich mich noch nie selbst gesucht. Aber man muss doch Spuren hinterlassen. Spuren? Ja. Oder zumindest einen ökologischen Fußabdruck. Fußabdruck? Ja. Ich bin gerade in einem Seminar. Ja? Geburts-Qigong. Was, du? Ja. Dort bin ich der einzige Mann. Nona! Ich habe dort ein Gedicht kreiert. Ja? Wehe mir! Die Gruppe war total begeistert. Das kann ich mir vorstellen. Wehe, wehe. Und jetzt wollen sie alle, dass ich bei den Entbindungen dabei bin. Ich bin ein gutes Geburtskanal-Karma. Woher kommst du? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wohin ich gehe. Zum Atemworkshop. Aha. Aber nur an den Tagen, wo ausgeatmet wird. Und am anderen Tag hältst du die Luft an. Gewissermaßen. Ich war einmal auf einem Einsteigerseminar. Pilates für depressive Spreizfußbesitzer ab 50 plus. Da war auch ein Polizist dabei. Naja, Polizisten sind auch Menschen. Der hat geglaubt, die 5 Tibeter sind Teilnehmer mit Migrantenhintergrund. Da wäre ich auch depressiv geworden. Ja. Hast du morgen auch Kurs? Ja. Morgen ist Hildegard von Bingen Gedenktrinken. Trinken? Ja. Mit Lindenblütencocktail. Ja. Serviert auf Huflattichblättern. Ja. Und Ziegenbällchen crackern. Hoffentlich laktosefrei. Heil Kräuter, heil Fasten. Da fassen wir uns an den Händen, bilden einen Feldenkreis. Da wird das Trinken ganz spannungsfrei. Das wäre übrigens auch was für dich. Nein, nein, nein. Morgen ist Trenntag. Trenntag? Ja, meine Frau und ich leben nämlich getrennt. Ja, schon lange? Eigentlich schon. Begonnen hat alles mit dem Altpapier. Ja. Und dann kam das Weißglas und das Buntglas hinzu. Ja. Und zuletzt die links drehenden Joghurtbecher mit Alufolie. Eine Spezialität meiner Frau. Da kann man ja nichts vormachen. Ihr seid zwar keine Jäger, dafür aber Sammler. Ja, ja, ja. In unserem Abstellraum haben wir Regale aufgestellt für Alubecher, Altpapier und leichte Verpackungen. Ein Und in der Küche kompostieren wir die Essensreste. Ja? Ja. Ja, sag, hat das nicht einen leichten Ogu? Naja. Der Dackel ist schon dreimal geflüchtet. Wohin? Ins Tierheim, freiwillig. Gib ihm Bachblüten. Da wird er ruhiger. Bei der letzten Bachblütensammlung bin ich auf eine rostige Dose gestiegen. Das hat überhaupt nicht mehr aufgehört zu bluten. Da waren mir die Blüten wurscht. Da ist die Stimmung den Bach runtergegangen. Ja. Samt den Bachblüten. Heil Kräuter, heil Fast. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Ja, das glaube ich auch. Ja. Im Keller haben wir unser Eigenurinreservoir aufgestellt. In Kanistern? No, nein, in Barrikfässern. Das ist sehr gesund. Barrikfässer? Nein, Eigenurintherapie, entzündungshemmend. Ja, was sagt der? Der Geschmack. Der Geschmack ist wohl etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, mag schon sein, ja.
Was magst du noch für Kurse? Malkurs. Für jute Kleider in Erdfarben. Hänger für Männer. Oder Meridiangymnastik. Meridiangymnastik? Ja, nach der zweiten Sitzung glaubt niemand mehr, dass Saturn und Merkur Konzerne sind. Oder Mars ein Schokoriegel. Toll, toll. Ja, toll. Übrigens, unsere Kneipprunde hat morgen Fußwaschen. Ja. Mit Granderwasser. Granderwasser, das hilft wirklich? Ja, und ob? Das belebt den Fußpilz und die Hühneraugen drücken beide zu. Ja, unsere Veganerrunde trifft sich heute bei McDonald's zum Ostereierboykott. Auf eine Salatorgie. Heil Kräuter, heil Fasten. Wir sind so radikal gegen Tierprodukte. In unserem Salat gibt es nicht einmal Löwenzahn. Das meine ich Konsequenz. Mein Ernährungsberater sagt, was? Pfeffer im Arsch ist unbedenklich, aber Zucker im Körper fatal. Sag mal, was hältst du eigentlich vom Heilfasten, diesem alternativen Ramadaner? Ich mache die Lychee vier Farben Lichtdiättherapie. Ach so? Ja. Geht dir dein Licht auf beim Kauen? Ja, essen darf man alles, außer Lychees. Und konsumiert denn alles, was der Landstrich hergibt. Der Landstrich? Ja. Kommen da die Damen im Dirndl-Tanga daher? Also, wenn das meine Frau hören würde. Wo hast du sie kennengelernt? Am Kräuterwanderweg vom Pfarrer Weidinger. Pfarrer. Der alte Mann hat nach einem Kräutlein gefragt. Sie hat es nicht gewusst. Er hat gesagt Thymian. Und? Sie hat verstanden Dumian. Habe ich sie natürlich trösten müssen. Na klar. Aber seit dem Willi Dungel Fasten Memorial sind wir ein Herz und eine Seele. Weil du sagst Fasten, was hältst du von Heuschrecken? Bin ich im Dschungelcamp? Ich habe gelesen, Heuschrecken sind koscher. Also mir nicht. Früher nannte man sie das Popcorn des Altertums. Ich weiß nicht. Ich schon. Das hat mir übrigens mein probiotischer Seifensieder erzählt. Aha. Ja, der heizt übrigens mit Schafwolldüngerpellets. Dann muss er es wissen. Ja. Wovon er abrät, sind diese Laufkurse. Kenn ich. Laufkurse. Grunz mit Strunz. Eine Laufrunde am Fersenbein und dazu grunzend lächeln. Da wird höchstens die linksdrehende Milchsäure überdehnt. Nein. Da fahre ich lieber mit dem Radlrudel zum vollmondlichen Essenzenpressen. Das ist zum Sterben schön. Na, weil du sagst Sterben. Meine Frau und ich, wir haben uns schon eine Grabinschrift überlegt. Ruhe sanft? Nein, so gesund wie wir waren Tote noch nie.